Sie sind die Superstars, sind in Theater gekommen und von unseren Frauen mit Peitschen hinausgeprügelt worden. Das war der erste Gig von Hans Brohmer, da hat er mit einem Faustschlag eine riesen Dosen Bier zusammengehauen, aber das waren so extra große Dosen, so 2 Liter. Und das war, ich habe mich beeindruckt, ob er gefragt, ob er mitmachen möchte, hat er gesagt ja, und war schon einer der Superstars. Die Christine Meyerhuber, die hat plötzlich sich der Kleider entledigt. Die war eh ganz verdattert und ein bisschen empört. Und das hat ja auch nicht gut ausgeschaut, wenn so ein Nackerte da herumrennt und da lauter Anzogene. Das wirkt irgendwie geschmacklos. Wir hören die Nein, das wirkt geschmacklos. Das werden wir die Kleine nicht, die Kali auch nicht, wir fälschen auf die Eile, die kenne ich auch nicht, die Christine kenne ich auch nicht, die, was, die war Rammstein spielen? Rammstein. Achso, das heißt Klimstein, ja, bei der Mels Motorclub, Chris Watzig, Gernot und Ben. Jetzt anders. Das ist der 60er Rautschädel-Kardiwabel.